willkommen in einer recht chaotischen Ecke des Klimaslandes und dennoch in einer sehr wichtigen. Das hier ist der Kempowski-Raum. Wie heißt der nochmal? Konfi? Ja, nee. Kinski. Konfi aka Kinski. Warum nochmal? Weil man sich hier drin verrückt aufregt wie Kinski, ne? Hier sitzen wir an einem Tisch und überlegen uns, was wir als nächstes machen wollen. Also unser Konfi-Raum. Und der ist zwar schon total gemütlich, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen mehr. Wir brauchen eine Sitzecke. Hier in der Ecke soll ein Sitzplateau entstehen. Also so eine Art große Bank mit ein bisschen Rückenfläche, aber vor allen Dingen Stauraum, weil dann können wir nämlich den ganzen Müll, den ihr da in der Ecke seht, einfach mitnehmen und hier reintun. Vor allen Dingen ist aber wichtig, dass wir das Ding polstern wollen. Das können wir nämlich noch nicht. Dafür holen wir uns Experten mit dazu. Polstern, wenn wir das machen, auch direkt unsere Stühle. Und dann räumen wir einmal alles auf und dann ist Konfi aka Kinski wieder sexy. Also, ich möchte euch kurz mein Team für den heutigen Tag vorstellen. Hallo, ich bin Brian. Jetzt ist er zurück. Achso, ja, ich bin Joel. Als erstes bauen wir unser Viereck. Das wird ganz simpel. Wir nehmen hier so eine lange Latte und noch eine und dann noch ein paar. Man muss beim Neubau von einem Möbelstück immer darauf achten, dass der einzige Unterschied zum Kauf eines Möbelstücks ja ist, dass man ihn an seinen Raum anpassen kann. Also nicht IKEA-Prinzip, sondern eher Tätowier-Prinzip, wo man direkt auf die Haut malt. Wie soll ich denn damit was messen? Geh mal um. 1,58 oder was hier? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist die Kilogramm. Für Kacke, oder? Das sind 14,15 Kilo. Die sind 1,5 Kelvin jetzt. Ein richtig guter Stuhl oder auch eine richtig gute Bank sind immer so um die 45 hoch. Ja, der ist 46. Wir machen auf 45 cm Höhe und dann kommt noch Polster. 1-2 cm ist ja Latte. Ist ja Latte. 6 cm. 12 ab 10 von 45. 44, 31. Wir brauchen 31 oder 30er Höhe. 6 plus 6. Klar, alle sagen eine Zahl bei 3. 1, 2, 3. 12. 7. Falsch. Ich hatte die höchste. Was ist irgendeine Zahl? Ja, es ist ja dann trotzdem nicht egal. Man ja, nächstes Mal hast du näher an der 5 dran. Dann hast nein, es gibt aber trotzdem einen Sieger. Okay, jetzt sind wir nochmal bei 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 11. 1000, ich bin der höchste. Ja, aber ich bin der niedrigste. Das ist eine runde 44, man sollte den Zahlen dann mit zwei gleichen Zahlen. Ja, 11. Und das habe ich auch gemacht. Ja, ich doppelte Punktzahl, weil ich der niedrigste bin. Nee, aber meine ist der höchste. Nein, der höchste ich hatte ist doppelte Zahl. Also, ich hatte 1000. Dann gut nochmal eine Runde. 1, 2, 3, 18. 1. Man darf nicht überziehen. Wieso habe ich wieder verloren? Du hast nur eine 1. Es ist die erste Zahl der Welt. Ja, aber wie der Welt. Ja, das kann. Nochmal. 1, 2, 3, 14. Elf. Ich habe schon wieder 11 genommen. Du hast gar nichts genommen. Nee, weil jetzt, ich bin jetzt raus. Ich will nur erstmal die Runde vorher fertig diskutieren. Man darf sich wiederholen, das ist der Trick. Okay, wusste ich nicht. 1, 2, 3, 11. Ich habe schön die Mitte. Von was? Und du bist schon wieder über 10. Du hast auch. Und damit sind wir wieder bei der optimalen Stuhlhöhe. Aber in dem... Oh Gott. Übrigens hier, vielen Dank an Thorsten für dieses tolle Gerät. Wenn ihr auch irgendwelches Werkzeug habt, was ihr loswerden wollt, einfach in unsere Werkzeugklappe. An alle Thorstens dieser Welt. Sei auch du ein Thorsten. Wie tief wollen wir es machen? Guck mal, wie findest du die Breite von dem Tisch hier? Ich würde das so bemessen jetzt hier. Guck mal, da sind meine Knie und ich habe ziemlich... 12 Kelvin sind das. Ja, und was ist das oben? 15,0er oder was? O ist für oben. K ist für Kelvin und S ist für schnell machen. Ich glaube, das sind Koordinaten mit dem O und dem S, ehrlich gesagt. Glaubst du, das ist Lats and Longs oder was? Osten und Süden. Google Maps? Mhm. Ey, wir kommen hier überhaupt nicht voran, guck mal. Echt nicht, Joel, schnell, was, guck mal, ich bin der Einzige, der was tut, ihr Arschlöcher. Ja, wir haben halt nur eine Säge. Nein, da vorne liegt noch eine. Frag Thorsten. Ich würde 60 tief machen. Joel, machst du gleich 60er? Gut, wollen wir einen Kaffee trinken? Hey! Joel, schneid zu! Ich habe jetzt schon... Ein bisschen Toleranz ist ja da, ne? Ist ein bisschen wie, wie heißt nochmal, Bajenga, oder wie heißt das Spiel nochmal? Bajenga? Dann musst du hier so die Mitte raus. Ich hätte es wissen. Ich hab das Jenga-Spiel versucht. Hör auf, ich arbeite. Hör auf, was willst du denn? Ich brauch hier raus. Ich brauch hier raus. So, jetzt kannst du sägen. Mann, ey, Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen. Ja, das lass mich noch zwei. Oh, Mann, ey, die kommen überhaupt. Ich will jetzt einmal noch hier kurz sägen. Alter, hör auf. Oh nein. Oh nein, Finn. Was ist passiert? Ich hätte vielleicht vorbohren sollen. Es ist eine relativ elementare Stelle. Ah ne, es könnte unten sein. Handwerker besteht zu 80% aus, Maggi. Moin! Hi! Komm, wer da ist. Hi! Hast du Werkzeug mit? Ja. Willst du einmal unsere Konstruktion angucken? Nee. Ja. Jetzt die Frage. Hier oben ist ja ein Brett drauf. Und da drauf liegt ein Polster. Da, wie kann ich das machen? Hier hinter wird ein Rückenstück geschraubt. Du, dann muss am Ende einfach so ein Stück an der Wand fehlen. Nee, ja. Also dieses Scharnier darf nicht bis an die Wand. Das ist ganz einfache Dreisatz, glaube ich, oder? Dreisatz ist es nicht. Nee, ist einfach nur Logik. Jan? Ja.
Hast du sowas schon mal gesehen? Kannst du mir sagen, was das ist? Achtel Meter sind das. Steht doch da drauf. Mauer, Schichtmaß. Wir sind richtige Internet-Kiddies. Immer nur Bilder gucken. Niemals irgendwas lesen. Ja, du hast ja die Steine. Die Steine sind ja genormt. Ja. Und das läuft immer auf dem Achtel Meter. Aha. K ist Kopfbreite, S ist Schichthöhe. Das musst du doch wissen. Was denn? Ja, aber Schichthöhe habe ich noch nie gehört. Du studierst das doch. Du studierst das doch. Das ist veraltet, das macht man nicht mehr damit. Hör auf, Jan, das war richtig doof von dir. Das sind die Grundlagen. Du machst ein Geodreieck oder was? Ja. Sobald ich ausgelernt habe, das ist ja noch 2 Jahre, dann werden die Häuser eh gedruckt. Dann hast du nichts mit. Dann hast du nichts mit. Es gibt die ersten Häuser, die gedruckt werden. Ja, ja. Lego. Deswegen gehst du zu keiner Vorlesung, ne? Ich gehe zu den Vorlesungen. Ich habe es nur heute sein lassen. Was ist denn hier schon wieder passiert, ey? Guck mal, wie die Scheiße flattert. Guck mal, wie die Scheiße flattert. Ich habe mich schon mal bei so einem Baumarkt beschwert wegen der Latte, ne, weil die so krumm wird. Ne? Ja. Und dann hab ich mir einen richtigen Einlauf abgeholt. Ja. Jeder würde damit arbeiten, wenn ich damit nicht klar käme, wäre ich kein richtiger Handwerker und so. Hab ich gesagt, gib mir die krummsten, ich mach das damit jetzt. Ne? Ah! Hey, du kannst mir das Ding in den Arsch stecken. Ich wusste nicht genau, wo ich hier drauf zusteuere. Ich hol mal kurz mein Handy. Bring mal einen Kaffee mit. Oder kannst du ein Brötchen mitbringen? Nein. Bisschen Salat, bisschen Scheibe Käse. Nein. Sag mal, ist der Balken da gerissen? Ja. Dann kann ich nämlich von... Oh Mann, ey, das waren Reißzwecken. Lass mich ein, lass mich! Bitte, Joel, hilf mir! Finn, ich hab Augen. Aua! Helen, hilf mir! Okay, wir hören jetzt auf. Warum ist es hier so krumm? Wer hat da die Flucht? Nicht. Brian. Hä? Ich war gerade auf der Flucht. Au! Hey. Mann, du Schwein! Brian, wir hatten aufgehört. Ich hab so ganz leicht. Hab ich mir die Hose angerissen? Du Schwein! Meine Lieblingshose. Hä, was hab ich denn damit zu tun? Irgendwo ist hier ein Riss. Da! Hä, zwei. Das ist meine Lieblingshose. Da ist sogar noch eine. Ey, gerade durch dich ist es passiert. Nein, warte, was? Ich baue dir eine neue Hose. Die wird nicht mehr gebaut. Aber dafür stichst du mich nicht. Ei! Oh, das war aber eine Revanche. Ah, Mann, oh. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das war aber eine Revanche. Oh! Das hat echt weh jetzt. Ich hab nichts gemacht, Brian. Tiffin, es reicht. Ich hab nichts gemacht, Brian. Die Schraube hing in meinem Pulli. Wo? Zeig wo. Das sieht man auf dem Video. Du hast eine Schraube aufgehoben. Das sieht man nicht im Video. Da ist nichts passiert. Tiffin. Wer soll denn da drauf überhaupt? Ich. Puh. Unser Grundkonstrukt steht. Jetzt können wir eigentlich verkleiden. Wir haben 2 von diesen Platten. Das reicht aber vielleicht gerade so, wa? Aber wir schneiden jetzt erstmal einmal komplett ab. Oh, jetzt ist aber echt eine gute Sitze. Ist das wirklich gut? Ja, also für mich ist es sehr angenehm. Passt perfekt. Es sieht richtig gut aus. Ja. Wieso ihr die jetzt seht, ne? Ja. Checkt mal euer Material ab, ob das noch reicht. Ey, wir haben doch eine Breite von 60 oben und die Platten sind 1,25, also ja, reicht es. Es ist optimal. Was ist dein Problem, Mann? Du machst immer Hardcore-Stress. Wir müssen uns, glaube ich, auch mal ein bisschen beeilen, Jungs. Okay, go, go, go. Wo ist der Strich hier? 15er auf Steady. Stift. Hier. Hat irgendwer ein Markiergerät? Nehmen wir die helle oder dunkle Seite nach vorne? Ist egal. Ryan, du hast die falsche Seite nach vorne gepackt. Die sieht scheiße aus. Ich hab gerade... Ja, es hat niemand geantwortet. Nehmen wir die helle oder dunkle Seite nach vorne? Ist egal. Wollen wir die Türen nicht gleich machen? Nein. Warum? Weil das an den Raum angepasst ist. Wie du meinst. 2 ungleiche Türen, ey. Wir können die jetzt nicht einfach... Achso, doch, können wir doch. Okay, halt mal an. Wir müssen hier hinten noch ein Stück abschneiden, oder nicht? Warum? Weil es zu lang war. Das meine ich doch gerade mit deinen blöden Türen. Ja, die Türen sind jetzt vorne gleich. Dann müssen wir jetzt da hinten ein Stück abmachen. Die Türen sind scheiße. Die sind gleich jetzt. Ja, aber sie sind scheiße. Warte. So. Weil er dazwischen gefunkt hat, ich hatte den Plan. Ey, jetzt müssen wir an beiden Seiten abschneiden. Nur weil du da einmal diese Scheiße da... Wir können einfach die Türen mit ein Stück abschneiden. Ja, das machen wir. Nee, wir lassen die Türen jetzt doch so weit. Die Oberfläche muss immer sauber sitzen. Unten ist es gar nicht so wichtig. Gerade bei den Türen nachher sollen die ja nicht am Boden schleifen, sondern lieber oben glatt sein. Du musst hier oben rein. Lass oben rein. Oben rein. Lass drin. Wieso zieht er sich nicht, wenn es hier im Kopf ist? Wenn ihr so eine frontale Frontbank baut, ne, dann solltet ihr euch immer gut überlegen, wo ihr Schrauben reinmacht. Weil wenn ihr wieder rausdrehen müsst, habt ihr ein Loch. So wie wir jetzt. Ja. Mach mal ein Beauty vom Loch. Ganz normaler Spruch beim Pornodreh. Los, zieh hoch. Ich zieh schon. Zieh weiter hoch. Zieh hoch. Zieh hoch. Wie soll ich denn die anpacken, Alter? Hab doch nicht so Gecko-Hände oder so. Ja, so, dann kann ich so. Wir haben jetzt einen Masterplan für die ganze Geschichte. Ich erkläre das ganz kurz. Hier oben drauf wird der linke und der rechte Flügel geklappt. Wir müssen hier ein Klavierband, also ein Scharnier, einziehen. Das können wir aber nicht einfach so bloß hier hinten dran machen, weil die ganze Konstruktion an der Wand sitzt. Das heißt, wir müssen damit rechnen,
Hier drauf müsst ihr euch vorstellen, kommt nachher unsere Sitzfläche, ne, wenn du jetzt so rechnen würdest, und noch ein Polster. Wenn du das jetzt aufklappst, dieser klassische Mechanismus, dann siehst du ja, kommt das hier, wenn das die Kante ist, drüber. Das würde dagegen stoßen. Das heißt, das passt nicht an die Wand. Bedeutet, man macht so einen kleinen Abstand hier hinten ran. Das heißt, hier hinten ist quasi kein Polster und nix. Und an diesen Abstand schrauben wir unser Klavierband so ran. Siehst du das? Ich finde, das Bild kennt man irgendwie. Das hat man auch beim Klavierhocker, glaube ich, oder so. Das passt also ganz gut. Dann haben wir Klappe links, Klappe rechts fertig. Und hier unten drunter machen wir es ganz einfach. Da, wo unsere zwei Klappen sind, da kommen einfach Aufputzscharniere sozusagen. Dann kannst du es sauber klappen. Dann kommen hier vorne noch zwei Löcher rein, damit man da reingreifen kann oder Griffe, was auch immer, irgendwas Flaches. Ich habe noch zwei Skateboard-Achsen. Ja, oder so. Das ist geil. Wir verkleiden erst das von innen, was noch verkleidet werden muss, damit nicht alles auf dem Boden liegt. Dann machen wir den Deckel, dann machen wir die Scharniere an der Front. Ich hole eine Latte. Kannst du mal gucken, ob du noch dünnere Platten findest zum Verkleiden? HDF geht auf jeden Fall. Also für den Innenscheiß. Haben wir da noch? Ja, massig. Geil, ja, nimm mal die mit. Also jetzt kommen unsere Türen und die Scharniere dafür. Dafür schleifen wir am besten unten und oben so einen halben Zentimeter ab, also einen insgesamt. Sonst kommst du in eine Bedulie, wie ich das auf meinem Dachboden hatte. Da habe ich den Fußboden abgeschliffen. Richtig, das ist scheiße gewesen. So, diese Tür hier haben wir am Anfang eingebaut und die hat optimal gepasst. Jetzt tut sie das nicht mehr ganz. Oh, schau mal einer an. Das war super. Mega schief geworden, Alter. Aber das ist der Fußboden, das sieht man nicht. Nee, das ist oben. Finn? Ja. Oh. Oh. Kann ich weg? Ja, aber ich habe irgendwie nicht so viel Halt. Und. Lass mal die Kamera los. Okay, wollt ihr die Kamera wieder? So. Guck mal, wie die hochgeht, Alter. Oh, scheiße. Guck mal hier. Aber weißt du, was geil ist? Dadurch fällt die wahrscheinlich automatisch zu. Ja. Das war ja doch so gewollt. Ja, das ist das Ikea-Prinzip. Ja, genau. Nur ohne teures Scharnier. Ich wette, bei der anderen funktioniert das nicht so. Warte ab, wir machen es jetzt. Wollen wir noch ein Stückchen abschneiden von der Platte? Oh, scheiße, ist das ausgerissen. Ich sollte in die Zahnstocherproduktion einsteigen. Du solltest einfach mal einen Zahnstocher benutzen ab und zu in deinem Leben. Wie scheiße sieht das denn jetzt aus? Es ist... Oh, ey, nee, du, ey. Es ist doch gerade. Es ist nicht gerade. Es ist, ey. Es ist gerade. Du hast doch eine ganze beschissene Konstruktion. Ihr habt gesagt, ich soll von der anderen Seite schneiden. Er hat sich darauf gestellt. Das war schon vorher. Das war der Typ aus dem Lager. Lager. Das war Manfred. Ich wollte es richtig machen. Du hast es verkehrt rum angezählt. Oder eine Feige. Er war das, ne? Ich war, es war vorher drauf. Warte, wir gucken jetzt das Profil. Ja, können wir gerne machen. Pack deinen Schuh mal rauf. Meiner ist es ganz sicher nicht. Meiner ist es auch nicht. Ja. Es ist Brian! Es ist Brian! Diese Elemente. Nee, nein, es ist aber, nee, es ist nicht. Nicht. Jan, herkomm. Zeig mal deinen Schuh. Nein. Und zeig deinen Schuh. Ja, guck mal da, er. Der und der. Das ist er. Du warst das. Da, hier, da ist eingeknickt. Da, siehst du es nicht? Ich glaube, Jin war's. Lass es mal gucken. Ich glaube, Jin hat ein ganz anderes Profil. Wir werden es im Video sehen. Ja. Wenn wir das, Falk. Die Situation, wo Jan auf die Platte tritt, die machst du richtig langsam und zwar dreimal. Und wenn es nicht war, dann schneid was zusammen. Nee, wir sind jetzt fertig mit der Ermittlung. Ja, wir haben jetzt Schuldigen. Ja, wir haben Schuldigen. Wir haben Schuldigen. Wenn noch ein Schuh passt, der erste Schuh, der passt, der war's. Ich suche dir schon mal einen guten Anwalt, sag ich dann nur. Lass mal jetzt kurz überlegen, wie wir es machen müssen. Der obere muss enger sein als der untere, damit das wieder zuklappt. Nimm deinen Finger weg, damit ich meinen Finger ranhalten kann. Okay. Ja, super, ey. Welchen Bit? Jeder Bit ist richtig, wenn du genug Druck ausübst. Du kannst auch die Schraube einfach so da ins Futter einspannen. Toll, jetzt haben wir einen Akkuschrauber dran. Das könnte ein Griff sein. Für hier. Okay. It's the final countdown. Nein, es funktioniert. Es ist zu gerade, doch, es funktioniert. Guck. Oh, nee, du. Ey, ich hab einen Plan. Wir gehen jetzt was essen und gucken dann zusammen. Ja, eins, davon. Zwei, drei! Ja, du hast voll gleich getreten! Tut mir leid. So, ey! Es tut mir leid. Hey, Alter! Jetzt kann man in Ruhe gearbeitet werden. Brian ist im Studio eingesperrt. Wir wollen ihn mindestens 2 Stunden da drin lassen, damit er aus seinen Fehlern lernt. Er hat sich seine Hand in die Hose gesteckt und uns dann die Finger hingehalten. So, wir machen jetzt hier die Rückwand, ne? Diese Leiste, die wird noch davor gesetzt, damit hier gleich halb der Deckel und halb die Rückseite drauf hängt. Weißt du, was geil ist? Durch diese ganze Isolierung da, man hört ihn ja auch gar nicht, wenn er ruft. Das ist perfekt um... Nein. Was wolltest du kurz sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Entführung, irgendwas mit Entführung. Irgendwas mit einer harmlosen Entführung, wollte ich sagen. Wahrscheinlich ruft er jetzt sogar irgendjemanden an. Die Polizei. Ist ja so geil, wenn die Polizei kommt. Ich bin hier drinne! Ich muss kacken! Helen! Aber ja. Wo ist eigentlich Brian?
Fred! Fred! Ich hab keinen Bock mehr! Bis vor einer Stunde war es ja noch witzig! Fred! Fred! Ich will hier raus! Oh Scheiße, wo ist der Schlüssel? Nicht rauslassen, er ist extra mit Grund da eingesperrt. Wir lassen uns von Brian nicht mehr malträtieren! Na, Arschloch? Oh, Brian! Achso, was hast du? Du hast mich eingesperrt! Was hab ich da? Rote Flecken über dem Gesicht. Ich war ganz lange alleine. Ich hab mir ins Gesicht... Wer hat dich rausgelassen? Ich hab's mit dem Schraubenzieher hingekriegt. Oh, wer hat dich rausgelassen? Wo habe ich rote Flecken im Gesicht? Da, das ist mega eklig. Guck mal, wie krumm das hier ist, Alter. Richtig, ich war auch nicht dabei. Aber stell mal vor, Brian, wir hätten dich 2 Stunden eingesperrt, ne? Ja, dann hätte ich auf jeden Fall irgendwo ins Studio geschissen. Du warst noch gar nicht auf Toilette, seitdem du raus bist. Ja, aber irgendwann, ich habe vorhin gemerkt, unter Stress, dass es drückt. Ich dachte, Finn hat mich vielleicht vergessen. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der nach Hause fährt, Alter. Wir drehen um, klatschen einfach eine Platte drauf und dann haben wir einen Fuß. Von der Rückseite auch noch eine. Genau, fertig. Ach Mann, das ist ja super geil. Weißt du, wie die aussieht? Wie irgendwie sowas, wo man eine Giraffe nach Afrika schickt oder so im Flugzeug. Weißt du? Diese Flight Cases, die nur extra für hergestellt werden. Und hier kann man die dann füttern oder was? Ja. So, wir haben jetzt einen geschlossenen Kasten. Der sieht tiptop aus, den man hier aufmachen kann. Frontal. Und hier oben kommen dann die Klappen rein. Jetzt brauchen wir noch die Oberflächen und die Klapper und die Kopfstücke. Aber ey, was macht ihr da? Das warst du mit deinem Bein. Weil wir nur noch das Reststück hier haben, nehmen wir jetzt das unterste Teil und bauen das hier vorne in die Front hinein. Lass messen und schneiden. 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 Hey, nein, das darf nie so eskalieren. Achso. Wo willst du denn jetzt hin? Halt das da fest auf der anderen Seite! Es passt doch nicht. Hey, krieg das Latte gar nicht hoch. Geht. Wenn ihr euch jeden Tag arbeiten müsst, dann würde ich mich erschießen. Lass mal selbstständig machen. Du hörst so im Raum nebenan. Hey! Buh, buh, buh. Lass mich raus! Können Sie das WLAN ausstellen? Er hat sich den Finger in den Arsch gestellt. Ich glaube, das ist der schönste Sarg, den ich jemals gebaut habe. Das ist der Sarg für Dirk Nowitzki. Ja. Und Dennis Rodman, die sind nämlich ein Pärchen. So, eine Woche später. Es ist jetzt hier ein bisschen sauber geworden. Jetzt fehlen noch 2, 3 Handgriffe und dann ist der erste Teil auch schon beendet. Und wir warten auf den zweiten, denn da werden wir polstern. Wir haben nämlich hier noch Griffe. Die machen wir noch ganz kurz hier ran. Also, vielleicht seht ihr auch, dass ich mein Team hinter mir gelassen habe. Kannst du mal eben hier kommen? Ja, helfen. Wie findest du den Griff? Ich glaube, er nervt nachher beim Sitzen wahrscheinlich. Was ich eigentlich sagen wollte mit, ich habe mein Team hinter mir gelassen, ist, dass ich meine 2 treuen Begleiter Brian und Joel nicht mehr habe, weil die beide einen Job haben und jetzt nicht mehr da sind. Also nicht nie wieder nicht, aber... Heute nicht. Wie findest du es? Sieht ein bisschen chaotisch aus, ne? Ja. Kannst du gut greifen, auch von unten. Ja gut, dass unten auch noch ein Griff ist für kleine Menschen. So, also im Grunde... Wir hatten es ein bisschen anders geplant, das sollte alles ein Video werden. Wir haben so viel Scheiße geredet am Anfang, dass da jetzt 2 Teile draus werden. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Und guckt euch den 2. Teil an, der jetzt nächsten Sonntag rauskommt. Da werden wir das nämlich polstern. Dann kommen 2 supergeile Polsterer und helfen uns mit ihrem Polstermobil, die geilsten Stoffe auszuwählen. Und das lernt ihr dann halt auch. Dann könnt ihr auch polstern. Nicht so gut wie wir dann, aber ihr könnt das dann auch ein bisschen. Also, wir sehen uns beim nächsten Teil. Tschüss. Ja, er hat sich mal mit dem Audi in die Mitte gesetzt, das war richtig krass. Wir saßen zu dritt vorne, sind gefahren und Brian hat sich draufgeschmissen und hatte den Steuerknüppel direkt drin. Durch die Unterhose. Wir mussten ihn mit 3 Jungs anheben. Vor allem ist das eine riesen Kugel oben drauf. Ja, genau. Eigentlich habe ich nur ganz laut geschrien und dann hat es einmal... Waren wir eigentlich im 2. oder im 3. Gang?